Mann, hier werden alle glücklich gemacht. Auch du? Wer will Kartoffeln und Nudeln? Ich Kartoffeln. Wer will Gitarre spielen? Kann ich nicht. Kartoffeln und Nudeln, Kartoffeln und Nudeln, Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln und Nudeln, Kartoffeln und Nudeln, Kartoffeln und Nudeln, Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Na, Mama ist am Nervenzusammenbruch. Den Nervenzusammenbruch nach. Hat doch keiner Zeit für sowas jetzt. Wer ruft denn jetzt an? Geh ran. Hallo? Papa? Oh, hat doch keiner Zeit für sowas jetzt. Ich habe doch keine Zeit für sowas jetzt. Ja, schön. Gut, dass du diesen Bescheid gesagt hast, dass du um 12 nicht kommst. Fantastisch, ich bin so stolz auf dich. Wenigstens auf Enes Verlass. Naja, nee, ich mache einfach nur Essen warm. Ich mache Essen warm. Komm ich mal zu den Fruits in Ruhe vorbei? Habt ihr da schon Mittag aufgegessen? Oder habt ihr da mit Sicherheit, wir haben in einer halben Stunde aufgegessen. Ah ja, also du kannst gerne vorbeikommen. Ne? Also, aber Essen ist halt echt nur eine kleine Portion. Das kann ich dir leider jetzt nicht anbieten. Kartoffeln und Nudeln, Kartoffeln und Nudeln, Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln und Nudeln. Es ist ein beschissenes Weihnachten, hat sie gesagt. Wie übersetzt es? Hä? Du? Alles jetzt genormt? Schmutzig! Nee, ist er nicht. Ist nicht schmutzig. Nö, ist nicht schmutzig. Willst du keine alte? Gib hier, ich gebe gerne alte Gabeln. Ich liebe alte Gabeln. Gib dir eine neue. Dein Sticker-Album. Oh, jetzt Cutter Session die zweite. Oh, halt, wo ist denn? Kann ich den ertragen. Den gucken wir uns heute noch an hier. Den großen Diktator, das finde ich gut. Hat Dennis uns mitgebracht, der ist nämlich auch hier, der Dennis. Dennis! Was bitte? Kannst du mal bei den Kindern drüben aktualisieren? Naja, weißt du, weil WLAN ist jetzt wieder an. Dann können sie weiter glotzen, während ich hier schneide. Marlies Toni downloadet. Soll ich Essen machen oder später, Toni? Ach, ich würde jetzt hier noch was essen. Jetzt hör doch mal. Nein, nein. Ey. Nein, Marlies. Also, er hat immer Hunger. Was soll denn das? Dennis, du hast immer Hunger. Nein. Dennis hat immer Hunger. Ich weiß. Mein Magen ist sich hier erstmal wieder daran gewöhnt. Ja, na sicherlich. Dann bist du einmal hier, da hat er sich daran gewöhnt. Das ist schon kein Problem für dich. Naja, ist dann ja mit Kartoffeln mit Fisch. War schon mal nicht schlecht. Katana, das 2000. Ja. Aktuelles Gebot 2000. Nächstes Mindestgebot 2200. Ach, willst du mitbieten? Ach so. Okay. Früher waren hier bloß aus Abfallresten die, was sagst du, Zucker, Zuber? Kartoffelscheiben. Und kam das im Schwertkampf öfters vor, dass sie die Dinger zerhackt haben. Und dann sind sie irgendwann dahin übergegangen, das aus Metall zu fertigen. Ja, Kartoffelscheiben. Geht auch schnell durch. Ja, ja. Morgen ist Weihnachten. Morgen ist Weihnachten. Nein. Morgen ist Weihnachten. Ihr dürft schon hier. Dann müsst ihr unsere Geschenke suchen. Morgen ist Weihnachten. Jetzt wird sie essen. Na, euch die Geschenke geben. Gehen halt noch nicht, weil ich morgen ist Weihnachten. Für Leon habe ich eine Karte geschrieben. Für wen? Für Leon. Was ist das? Leon. Was ist das? Paprika. Was ist das? Der Kakrika. Was ist das? Paprika. Leon. Was ist das? Und der Bruder. Papa. Ich kann mich dunkel erinnern. Stimmt. Ihr werdet das alle irgendwann haschen. Mama hascht das jetzt schon. Was denn? Ja, was denn? Dass ich so bin, wie ich bin. Ich habe auch zu Mama gesagt, du wirst es irgendwann hassen. Und Mama hat gemeint, nein, ich werde dich für immer lieben. Und jetzt? 14 Jahre später. Haben wir den Salat. Scheidungspapiere auf dem Tisch. Immer mal wieder. Immer mal wieder. Und dann wieder weggeschoben. Vertagt auf den nächsten Tag.
am 24. Dezember Jesus geboren wurde. Und das feiert man, Jesus geboren. Und das ist Weihnachten, das feiert man an Heiligabend. Außer man ist konvertiert zum Islam. Das feiert man mittlerweile seit 2000 Jahren. Und das war die Stunde Null. Du bist ohne die Stunde Null. Was für ein Quatsch. Stunde Null. Jesus Geburt. Ab da hat man die Zeit gezählt. Für ein Quatsch. So kurz? 2000 Jahre. Man zählt immer vor Christus und nach Christus. Die haben auch davor schon gezählt. Chinesen konnten vorher schon zählen. Ja, die waren schlau. Das normale Datum, das sagt man so. 2017. Weil es mit dem Maya-Kalender hat, die haben die auch von Jesus gewusst. Der hat irgendwann aufgehört. Ich weiß, wie 2017 aussieht. Ich freue mich schon. Ich bin so gespannt, wie ihr eure Geschenke und alles findet. Oh mein Gott, nein.